Hallo ihr Bastelnerds, willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Ja, ich will euch mal wieder dazu begrüßen, mir beim Malen zuzugucken. Und zwar hat euch aus diesem Set, das ist von Kreativdepot, schimpft sich Weihnachtsklaus. Klaus, man hätte es echt denken können, ja. Dieses süße Set, da hatte ich jetzt kürzlich den Klausi hier gemalt auf seinen Schieren und das hat euch so gut gefallen und da kamen auch da wieder die Fragen, ob ich nicht nochmal zeigen könnte, wie ich den koloriere. Also den gleichen wollte ich jetzt nicht nochmal kolorieren, habe aber mich auch für einen anderen Klausi entschieden aus diesem Set und zwar den hier. Und den, da habe ich jetzt so ein bisschen schon was vorbereitet. Wie könnte es anders sein? Ja, ich habe mit, das muss ich erst noch rausholen, ich habe es nämlich schon weggeräumt, mit diesem Stempelkissen, das ist ja von Stamp Market No Line, habe ich jetzt den Klaus hier gestempelt. Wie ihr seht, es hat dann halt diesen, er hat dann so diesen Grauton. Ich komme damit eigentlich ziemlich recht gut klar. Den Hintergrund habe ich einfach schon mal gestaltet, weil es sollte jetzt so ein bisschen Zeit, also es wird ein bisschen dauern, bis wir den Klaus jetzt gemalt haben. Wir brauchen ja nicht ewig quasi. Gut, den habe ich jetzt einfach ganz normal mit Aquarellfarben gemalt, habe dafür meine Lieblingsstempel. Hier mal richtig fett Werbung. Ich liebe diese Pinsel echt. Ich meine, gut, das ist das Einzige, was mich stört, ist, dass es halt echt Haar ist, aber sie sind echt schön und richtig gut zu malen. Also teuer, aber schön. Gut, genug Werbung für Da Vinci gemacht. Hier habe ich, was wir jetzt wirklich brauchen, ist im Prinzip, also ich benutze immer noch einen, der ist auch von Da Vinci, der ist allerdings synthetisch und wie ihr seht, der ist ja sehr, sehr fein. Gerade hier bei dem Klaus, der sehr feine Details hat, sehr zu empfehlen. Ja, den kennt ihr schon. Ich habe mich entschieden, jetzt nicht mit meinen mit meinen teuren Aquarellpinseln zu malen. Die habe ich auch in verschiedenen Größen. Sondern habe gesagt, naja, machen wir es doch so von den Sachen, die ihr wahrscheinlich eher zu Hause habt. Und deswegen nehme ich halt wieder hier den Wassertankpinsel. Das ist wieder, von wem war der nochmal? Von Zick, glaube ich auch. Also von Kurtag oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Und der hat eine ziemlich, also es ist einfach einer, mit denen man Details zeichnen kann. Der ist jetzt aber auch schon ein bisschen ausgefranst. Nichtsdestotrotz, ich habe schon neuen geordert. Mal sehen. Also der gibt langsam seinen Geist auf. Umso häufiger man halt malt, das ist halt ein Arbeitsmittel. Gut, wir werden auch wieder mit Distress Inks malen. Auch einfach, weil ich denke, dass wasserbasierte Stempelkissen eher so bei euch auch zu Hause rumfliegen. Und man muss ja nicht extra mal was kaufen. Was ihr vielleicht nicht unbedingt zu Hause rumfliegen habt, das ist das hier nochmal. Das sind meine Zickstifte. Mit denen werde ich jetzt auch wieder ein paar Details dann halt reinzeichnen. Und da war auch der Wunsch, dass ich auch das halt mal mitzeige. Also hier so schon ein bisschen tiefer gehend. Ja, mal sehen, wie weit ich es euch wirklich erklären kann, weil vieles, muss ich ganz ehrlich gestehen, mache ich halt auch so ein bisschen aus dem Bauch mittlerweile heraus. Aber ja, wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen.